Lock dich schnell ein! Ey, Vogel, lock dich schnell ein! Wir werden über dem Schlagring so in die Fresse boxen! Einmal hier abbiegen, bitte. Matchup! Hey, ich bin auch Kolumbianer, wie witzig, doch der Zufall ist, siehst gar nicht aus wie einer. Bin aber einer. Jetzt kommt's. Sie. Und schon bist du im GTA RP Kolumbianer. So. Easy win an dieser Stelle. Sie. Knappe Geschichte. Ah. Wo bist du, Michael? Du bist CEO von irgendeinem Plattenlabel? Gleich kannst du schön Beat aufnehmen von dem Geklatsche, das du abbekommst, Junge. Da bist du doch. Ey! Oh. Was ist los? Was ist dein Scheißproblem, hä? Was mein Problem ist, du Internet-Rambo, Junge? Oh, oh, du kleiner, du Arsch. Ah. Okay, es reicht! Oh, es reicht! Bitte, Michael, es reicht! Das war eine Täuschung! Oh, oh. Scheiße, Junge. Entschuldigung, es tut mir leid. Michael. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Michael. Fuck. Es tut mir leid. You. Okay? Aber ich musste dein Internet-Rambo-Dasein qualitätstechnisch überprüfen, ob du auch wirklich im Real Life einer bist. Asshole. Na, oh nein. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier bei meinem Nachbarn liegt irgendwie ein Typ im Garten. Ich glaube, der hat gerade ganz schön auf die Fresse gekriegt. Ich hab jetzt gerade, ich kann noch mal einen schicken, Sekunde. Da, bitteschön. Oh, hab ich schon wieder an den Falschen geschickt? Ja, genau. Ja, okay. Alles klar. Tschüss und... Darf ich dich mal was fragen? Bitte. Warum hast du so eine große Fresse? Warum hast du so eine große Fresse? Ey, du bist der, der auf dem Boden liegt. Trotzdem hast du eine große Fresse, halt aber auch was dahinter ihm, ne? Oh. Ich dachte, du warst 13. Und irgend so ein Kiddie im Forum. Ja. Fake-Bild, irgendwelche Titel, CEO von was weiß ich, komm in meine Gruppe. Nee, also ich bin tatsächlich CEO. Kann das unter uns bleiben? Ah, nee, Moment, warte, du bist doch hier dieser Popstar, oder? Dieser, der so tut, als wäre er hier der Tollste. Nee, ich bin es tatsächlich. Muss gar nicht mehr so tun. Ja. Mach dann ein Foto.
Ein Picture gemacht. Ich werde einfach mein Auto steigen und wieder fahren, ja? Das würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Ach komm, wir vergessen das einfach. Scheiß drauf. Pass auf, Michael, Michael. Ich muss mich ganz kurz mal hier abstützen. Danke dir. Den Blechschaden an meinem Auto, das übersehe ich mal. Ich habe dein Statement verstanden. Ach, das hast du übersehen? Hast du das wirklich übersehen? So, hast du es immer noch übersehen? Das meine ich nicht so, sondern dass ich keine Konsequenzen walten lasse, die ich hätte aber jetzt dir ins Gesicht drücken können, ne? Aber nö, du würdest halt wieder auf die Fresse dafür kriegen. Okay, alles klar, ich hab's begriffen. Ich fahr jetzt einfach, ja? Und, solltest du irgendwas von dieser Geschichte weiterverbreiten, vor allem im Internet, dann werde ich, Dir alles nehmen, was du hast dann. Besitztum. Denn mein Anwalt klagt dich dann zu Grund und Boden. Das versichere ich dir. Also, wenn du willst, verprügel ich dich nochmal. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Oh. Oh. Ey, aber warum? Ich hab doch... Ganz ehrlich... Ich habe das Gefühl, auch wenn ich zuerst zugeschlagen habe, dass Michael dann irgendwie in der Lage war, trotzdem schnellere Schläge ballern zu können. Gibt's sowas wie ein Skillsystem auch hinsichtlich Schlägereien oder so? Nee, ne? Weil du nichts kannst? Ey! Ich habe ihn doch durchs Mikro die eine Taste hämmern hören. Das ist jetzt nicht so, dass er da irgendeine Kombination an Tastenbefehlen gedroppt hat, wie bei Audition damals. So, also, was erzählt ihr mir denn hier? Er war einfach besser, dann soll es so sein. Wir geben uns mit dieser Antwort zufrieden. Gut, dass wir hier sind. Du hättest zwischendurch mal ausweichen können, ja. Mit R kann man besser schlagen? Echt? Ey. Wenn erstmal in Dingens GTA, in GTA 6 das Kampfmenü und die Kampfmechanik komplett anders und detailreicher sind, dann könnt ihr gewiss sein, dass die Niederlagen in Sachen 101 der Vergangenheit angehören. Das kann ich euch aber wirklich versichern. Ich werde meine Arbeitslosenbescheinigung verlängern müssen. Hey, was kann ich für dich tun? Hallo. Ich würde gerne meine Arbeitslosenbescheinigung verlängern, wenn das geht. Ja, natürlich. Dann kommen Sie bitte einmal mit. Ja. Ich wurde gerade verprügelt. Wie geht's Ihnen gut? Soll ich Ihnen ein RTW rufen? Nein, es geht schon. Ich werde dann gleich mal einen Doktor drüber schauen lassen. Das war so ein Internet-Kiddie aus dem Netz. Der hat mich beleidigt. Da bin ich zu ihm nach Hause. Und okay. Dann hat er mir die Fresse poliert. Aber Ihnen geht's wirklich gut? Ja, also mein okay. Ego ist demoliert. Als auch mein Auto, körperlich gesehen, es ist zu verkraften. Haben Sie einmal auch Ihre alte Arbeitslosenbescheinigung dabei? Meine alte Arbeitslosenbescheinigung habe ich. Können Sie mir die einmal hier auf den Tisch legen? Bitte sehr. Dankeschön. Gültig bis zum. Ich hab auch keinen PKW-Führerschein mehr. Pietro, ist der, den wir. Ach, das war der. Ach, ich hab sogar Pietro. Dann kriegen Nummer. Sie auch schon den neuen Stempel dafür. Vielen Dank. So. Ah, Dankeschön. Einen, Führerschein? Einen. Temporärer, den kann ich auch bei Ihnen machen. Kostet das Geld? Ja, den temporären zum Verlängern kostet dann $700. Oh,
Okay, und wie sieht das aus mit einen Ganzen machen? Geht das gerade oder ist das zu spontan? Zu spontan? Gerade geht es nicht. Wir sind nicht genug Mitarbeiter. Wir haben nicht dafür die Kapazität. Dementsprechend leider nicht. Ich könnte dir nur den temporären anbieten. Nun, ich bin gerade in Sparflamme. Ich würde dann einfach ohne Führerschein fahren und hoffen, dass man mich nicht erwischt. Wie Sie möchten. Dann vielen Dank. Nicht dafür. Tschüss. Tschüss. Der, ich wurde markiert im Internet. Danke für die Information, Emily, circa. Ach, was machen die denn? Wie $250,000 sind die wert? Ohayo, Jonathan Sano, Genki Deska. Wie geht's dir? Hat alles mit dem Hentai-Abo geklappt? Das Abo ist drin und ich bin leerer denn je. Dann melde ich heute, sonst flippe ich aus. Hab mich gemeldet, hast du nur nicht gesehen. Morgen bin ich aber auch wohl ganz gut erreichbar. Ach, das war... Oh, ich muss die Nummer mal einspeichern. Kann ich das hier machen? Ne, 292-291. Gwen. 292-291. 292-291. Da. Oh, ist sogar da. Man sieht nicht mal, wer schreibt. Ja, ich wurde gerade verlinkt. Wahrscheinlich geht es um die gerade geschehene Auseinandersetzung. Von der ich eigentlich, ich sehe schon Pietro Macarena mit dem Typ. Ich versteck mich. Hey, ich kann nicht rein, das ist eine unsichtbare Mauer. Oh nein! Ey! Da ist er, der Vogel. Der hat mich gesehen, der Wichser! Die haben das Auto gesehen. Nein. Jonathan? Ja? Ich hab da ein paar Informationen über dich. Echt? Ja? Mein Arschloch ist seit 2018 gebleached. Such dir was Aktuelles. Ja, nicht diese Informationen tatsächlich. Was meinst du denn sonst? Oh, it's the only one. Ja. Über das Finale. Schwein. Ja und, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Kenn ich nicht, was ist das? Sagt derjenige, der im Finale ist. Ach, bin ich das? Ich glaube nicht. Nicht? Weiß ich nicht. Na, dann hast du ja auch gar kein Problem damit, wenn man das öffentlich postet, oder? Ach, kannst du doch. Du bist ein Freak, du bist komisch. Keiner würde dir die Scheiße abkaufen. Nö, mir nicht, aber vielleicht ein paar seriöse Leute, die das dann auch noch teilen. Ich sag einfach, du hast gemetert. Ich sag einfach, Miss Tucker beispielsweise. Woher ich diese Information auch habe. Wer Tucker? Wer ist das denn? Mrs. Tucker. Tucker Jones. Wer ist Tucker Jones? Na, die nette Dame, mit der du dich heute wohl unterhalten hast, die dich zum Verwahrstelle gefahren hat. Damit du dein schickes Auto kriegst. Weißt du, Miss Tucker Jones ist ein ziemliches Arschloch. Und ich werde unter keinen Umständen zulassen, dass jemand falsche Informationen über mich, meine Person oder mein Unternehmen oder die Stelle, für die ich halt arbeite, verbreitet. Verstehst du das? Wusstest du, dass José und ich uns mittlerweile auch schon gut kennen? Er heißt José, so gut kennt ihr euch wahrscheinlich dann doch nicht. Du Kinnloser.
Oh, jetzt auf Äußerlichkeiten gehen oder was? Du. Das solltest du überhaupt nicht machen, ja? Warum? Ey, weißt du, wie geil ich aussehe? Ich könnte eine scheiß Karriere als Porno-Star anstreben. Weißt Alter, du warst wahrscheinlich in der Türkei und hast dir diesen Oberlippenbart einfach nur reinimplantieren lassen. Das sind wahrscheinlich deine Arschhaare oder so. Willst du, das sind die Arschhaare von deiner Mutti. Weißt du, wie die da rangekommen sind? Soll ich es wirklich noch sagen oder wissen wir alle Bescheid? Hallo, Ma'am. Hallo. Hör mir zu, ich will das Geld haben, ja? Du bekommst das verfickte Geld nicht. Ansonsten bist du im Arsch, mein Freund. Ey, ich sag dir mal was. Ich hab erstens nicht so viel und zweitens wird dir kein Wichser glauben, dass die Story, die du... Du hast über eine Million bekommen, mein Freund. Woher ich das weiß? Von deinem Manager. Ich hab was? Ja, das hat er mir und Stefano gesagt. Oh, tatsächlich. Jetzt sollte man eher meine Kontoauszüge prüfen. Lol, ich bin reich. Ja, du bekommst gar nichts. Trotzdem nicht. Weißt du, denn es geht ums Prinzip. Ich lass mich hier nicht von irgendjemandem so scheiße nochmal behandeln. Verstehst du das? Wenn du was von mir willst, dann versuch es. Ich lass es drauf ankommen, du Krieger. Und dann sehen wir ja, wie weit wir beide kommen. Ja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Gut, gut. Wieso habe ich 1 Million bekommen? Was denn? Was? Ich hab was gesagt, von mir, ich werde dich noch kriegen, Johnny, und jetzt, das, geh weg. Das ist peinlich. Hä? Zieh dich! Wo soll ich denn hin? Mädchenklo? Dann geh ich weg, bin doch schon gegangen. Ich bin doch gegangen. Jerry Jader, danke für die 31. Saluma, danke für 19. So, geht es dir auch gut? Roche hat angerufen. Ja, was ist passiert? Wieso ja. Sagt Pietro, dass ich von dir 1 Million gesteckt bekommen habe? Wo ist das Geld? Wer? Pietro! Hast du eine Waffe? Nein. Dann erschieß ihn. Er wollte mich erpressen. Er sagt, er verbreitet falsche Informationen über das Finale und sagt, ich hätte geleakt, wer noch drin ist. Weißt du noch, wo du letztes Mal so frech warst, wo ich dir Geld gegeben habe, wo du sagst, das reicht nicht? Ja. David, so eine Schelle, wie ich dir da gegeben habe, die gibst du bitte dem Typen von mir. Einfach so? Ja, wenn er so einen Scheiß erzählt, na klar. Okay, gut, wird gemacht. Mach ich. Adios. Bis dann. Anflirten. Hey Baby, wer bist du denn? Ich? Ja. Ich wurde ja noch nie auf der Straße angesprochen, außer wenn Leute ein Autogramm wollten. Und warum ein Autogramm? Bist du ein Berühmtheit? Ja, ich bin Jonathan, ich bin The Only One, Staffel 2. Reality Scheiße, Star. Ich bin mit dir verwandt. Er ist der, der die Bachelorette vollgekotzt hat. Ey, Ronny, guck mal, dein Sohn. Gott, Gott. Hey, sie sind mit mir verwandt. Mein Gott, Ronny. Ja, ich bin Tucker Hill. Wir sind nicht verwandt. Ich habe mit diesen Rednecks dort oben im Norden nichts zu tun. Ihnen fehlen ein paar Gehirnzellen. Na? Aber du bist doch von Roland, der Sohn. Right. Ja. Also bist du auch automatisch ein Cousin oder so? Der Schlüssel da hinten behauptet, euch würden Gehirnzellen fehlen. Wisst ihr was? Wir müssen so einen DNA-Test machen. Irgendein Arzt, der zu ich mein, guck dir den, ist, werden wir den mal an und weiß, dass die Gehirnzellen fehlen. Also, wir fragen einfach Dr. Zack. Es liegt in deinem Interesse, du Wichser. Und ich bin immer noch nicht dein scheiß Sohn. Du bist nicht meine äußerst... Das ist sein Vater dahin, der gerade reinläuft. Ach so, der da mit dem langen Zopf. Warum schreist du mich denn jetzt ein? Du bist nicht mit mir verwandt, du nicht. Du, nee. Gott sei Dank nicht, weil du sehr attraktiv bist. Und Danke. Du vor allem gar nicht, ja? Hey, was hab ich jetzt damit zu tun? Du strahlst Dummheit aus, du bist doch auch einer von denen. Du hast einen Diamant auf deiner Wange. Den? Ich kenne die überhaupt nicht, die Leute hier. Das kannst du sonst niemand sehen. Sind das die da oben? Mutter, warum lügst du denn jetzt so dreist? Ich bin nicht deine Mutter. Doch.
Ich werde nicht zulassen, dass ich mit euch in Verbindung gebracht werde. Entweder wollen wir einen DNA-Test, dann lassen wir das arrangieren. Ansonsten werde ich jede Verbindung zu euch kappen und mich von euch distanzieren. Also kann ich den Kopf pass auf, wir machen das so. Okay. Du knutschst einfach mit dem rum und dann machen wir den DNA-Test. Also muss ich quasi dann nur meinen Speichel kombiniert mit seinem Speichel in ein Röhrchen spucken. Ich kann nicht, ich bin an vertraglichen Bedingungen geknüpft. Und er muss seins auch vermischt reinspucken. Verdammt, Versager, wirklich. Ich kann komm nicht. Komm mal her, komm. Wir knutschen. Komm schon. Oh, diese Fans. Hallo, Johnny. Was? Ey, was machst du in meinem scheiß Auto? Na weiter. Also, ich hab das Ganze nochmal durchgerechnet. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass, dass $250,000 für diese doch heikle Information eigentlich angebracht wären. Wie viel? 250.000. Das sollte doch Portokasse sein für jemanden, der so einen Wagen fährt, so ein schickes Outfit hat und so ein Filmstar ist. Oh Mann. Hey, du kannst doch nicht einfach, du kannst mich doch nicht erpressen und dann anhand meines Vermögens ermitteln, wie du jetzt, oh, warte, mit welcher Moment, Summe... mein Geschäftspartner ruft an. Ja, Pietro, Baby. Ich sitze neben ihm im Auto. Wir führen gerade ein nettes Gespräch, fahren gerade Richtung Southside, nein, Richtung Verwahrstelle, irgendwo über die Brücken, Autobahn. Du bist auf dem Weg zu Rockefeller, ja. Rockefeller. Ach, schön. Hey, der wird dir voll in die Fresse ballern. Dann weiß ich Bescheid. Dann wird Laser wahrscheinlich nichts Dummes machen. Ja, richtig. Ups. Ja. Du, ich bin gerade in den Verhandlungsgesprächen. Ich leg nochmal kurz auf, ja? Eine Million hat der Laser auf dem Konto. Hab ich nicht. Ach Mensch. Hab ich nicht. Ja, super. Alles klärchen, Bärchen, ne? Dann bis gleich mal. Wie? Was zum Fick? Ich war nicht einfach... Weißt du, was ich mache? Hm? Ich werde nicht zur Polizei fahren. Und dann... Das ändert nichts am Vertragsbruch, den du begangen hast. Ich werde das alles abstrengen. Weißt du was? Kein Schwanz wird dir glauben. Dann würden die mir nämlich fragen, wer der dritte Kandidat ist. Aber ich hätte es dir doch gesagt, wenn es so wäre. Das heißt, die werden sich denken, dass du einfach zufällig die richtigen rausgepickt hast. Und okay. Und Pietro, dem glaubt doch eh keiner. Der hat nicht mal ein Kinn. Naja, weniger Kinder am Hirn. Der hat nichts im Hirn. Denkst du, dass hier seine Kinnmasse irgendwie in Richtung obere Kopfhälfte gerutscht ist? Der hat gar nichts. Der ist total dumm. Er hat innerhalb von 5 Minuten rausgefunden, was dein Kontostand beträgt und wo dein Produktionsmanager, Regisseur, whatever arbeitet. Er ist die personifizierte Selbstinszenierung. Der Typ ist Trug und Lug und du lässt dich auf ihn ein? Amüsant, dass du das sagst. Ey, also ich bin im Vergleich zu ihm kein Schauspieler, der so tut, als wäre er reich. Du bist Reality-Star, das ist quasi dein Business. Oh. Nun, ey, ich bin hundertprozentig authentisch. Im Vergleich zu den ganzen anderen scheiß Drecks-Influencern und Stars dort draußen, bin ich der immer die Wahrheit spricht. Oh, das also ist der Unterschied. Du Petritsch als scheiß Drecks-Influencer betiteln? Nun, kommt drauf an, ob er welche Absichten er hat, aber ich habe das allgemein gesprochen. Aber ja, wenn es drauf ankäme, würde ich auch sagen, dass ich mehr Wahrheitsgehalt vorweisen kann als er. Okay. Ist dein Chef eigentlich auch sowas wie ein Influencer? Ich meine, dann hättest du ihn jetzt auch quasi beleidigt, oder? Er zieht mich... Nein, er ist sowas wie mein Manager. Ich stehe bei ihm unter Vertrag. Den du gebrochen hast, meinst du? Nein, das ist ein anderer Vertrag. Aber ich hab... Hey, du Arsch, ich hab dir vertraut. Ja, und warum eigentlich? Wer bist du eigentlich? Bist du Batman? Nein, ich bin eher Catwoman. Harr. Und was hast du mit mir vor? Naja, du machst mich reich. Hey, ich schlafe mit dir, wenn das keiner herausfindet und du diese abscheuliche Idee, dann, du weißt schon, na, jetzt sein lässt. Ich stehe zwar auf Schnurris, aber so tief bin ich auch nicht gesunken. Oh Mann. Hey, ich habe gar kein Geld. Das mit den Millionen war gelogen. Es ist auch über 1 Million.
Ich bin mit 7000 im Minus. Mhm. Vielleicht auf dem anderen Bankkonto. Ja, mit diesem. Ich habe nur eins. Der Staat ist mir im Nacken. Ich muss wirklich, ich habe die ganze Zeit Abzüge und weiß ich nicht, wie ich das finanzieren soll. Wenn ich bis Sonntagabend nicht genug Geld auf dem Konto habe, dann wird mir sogar das Auto genommen. Bedauerlich. Dann würde ich diesen Betrag zu den 250.000 dazu zählen. Alter, was? Hey, warte mal, du hast doch vorhin anhand meines Vermögens auskalkuliert, wie hoch deine Erpressersumme sein soll. Da du jetzt aber berichtigt wurdest, musst du das doch anpassen. Nein, muss ich nicht. Wie? Das ist aber nicht die Logik dahinter. Siehst du, beim Erpressen gibt's keine Logik. Geld oder Leads? Ich hab wirklich nichts. Was soll ich denn tun? Auf jeden Fall nicht zum Unicorn fahren, um nach Red zu fahren. Das wird dich nur noch mehr kosten. Haben die heute geöffnet? Was für ein Tag ist heute? Freitag. Nein, morgen erst. Oh, du bist genauso wie die... Hey, Weißt du, eine gute Freundin von mir sagte einmal, ich soll mir jemanden suchen, der mich reich macht. Quasi einen Geldsklave. Ich hab kein Geld. Dann sucht jemand anderen, vielleicht die Dame hier in dem Auto. Entschuldigen Sie, haben Sie zufällig eine Schusswaffe bei sich, die Sie auch nutzen könnten, um diese Plage neben mir aus meinem Auto zu bekommen? Tatsächlich nicht, nein. Könnten Sie ihn rausziehen oder verprügeln? Ich glaube, das ist nicht so bei Dingen. Ich bin Reality Star, es gibt auch ein freshes Bild. Na, ich glaube nicht. Only One? Staffel 2 mal reingeluschert? Nein. Oh, sollen Sie mal tun. Ich bin, das ist so, Sie sprechen gerade mit Jesus. Mit Jesus? Des Trash-TVs. Ja, Jesus des Trash-TVs. Vom Bekanntheitsgrad her. Oh, okay. Also, überlegen Sie sich das noch und werden jetzt eventuell doch die Person neben mir entfernen? Aber wärst du dann nicht eigentlich eher Judas? Ich meine, der hat doch auch irgendwie betrogen, oder? Ich habe niemanden betrogen. Aber fährt der Herr sie nicht? Ich fahre ihn. Wir sind hier nicht in Großbritannien. Ach so. Also jetzt mal fürs Protokoll, wenn Sie sich wundern, warum Sie gerade die ganze Zeit versuchen, aufs Gaspedal zu treten und loszufahren. Sie sitzen auf der falschen Seite. Ja, das weiß ich. Ich warte auch tatsächlich auf jemanden. Gut, wollen wir die Zeit einfach bis dahin überbrücken und sie entfernen den Störenfried hier neben mir? Die Dame hier ist wirklich sehr lästig. Also ich kann auch gerne aussteigen, aber ich meine... Ja, vielleicht sollten sie aussteigen, das würde es für alle leichter machen. Er will es ja eigentlich gar nicht, er will ja eigentlich noch weiter reden. Sag mal, habe ich ein Leck in der Kommunikation oder warum verstehen mich alle Leute falsch? Ich werde dein Erpresserangebot nicht annehmen und werde das Schicksal entscheiden lassen, wie weit du mit deinen bösen Absichten kommst. Verstehst du das langsam? Bist du nervös oder warum schwenkst du das Lenkrad die ganze Zeit von links nach rechts? Weil ich gottverdammt gerade überlege, gegen den Baum zu fahren, um dich auch aus dem Diesseits zu entfernen, auch wenn ich den Kauf nehme, damit selbst drauf zu gehen. So doll hasse ich dich. Okay, ja, und was hat er denn so Schlimmes gemacht? Er behauptet, dass er wüsste, wer im Finale steht. Und jetzt will er mich erpressen, weil ich das hätte nicht droppen dürfen. Also wenn sie nicht in der Lage sind, mir zu helfen, dann da ist die Polizei. Vielleicht werde ich das noch machen. Vielen Dank trotzdem für die nette Hilfe. Ja. So, du Arschlochin. Du bekommst jetzt richtig Ärger. Officer! Oh, Moment. Ja. Ich werde. Entschuldigung, dürfte ich einmal da durch? Entschuldigung, Vorsicht, ich muss einmal aussteigen. Dankeschön. Alter! Johnny Baby, melde dich einfach wegen den Entscheidungspapieren, ja? Ich schwöre, der Typ, die Dame meine ich, ist. Die Dame hat einfach. Die ist schrecklich. Ich meine, nachdem sie waren, ist vorhin nackt in den Stadtpark und haben nicht einen komischen Film gedreht. Wo Sachen wurden, ist auf sie abgeladen, ich weiß ja nicht. Oh nein, ey, müssen sie auch Drehpartner, denn können auch ab und zu mal dann komisch werden und mir Geld von mir Geld verlangen, den ich gar nicht schulde, so. Können sie die Person einfach erschießen? Die Lady hat es wirklich nicht verdient, weiter unter uns zu weilen, ich meine es ernst.
Das kann ich leider nicht machen, das ist keine Bedrohung für irgendwen und so. Das heißt, das ist das letzte Miete, was ich habe. Sollten Sie es Anzeige erstatten wollen, müssten Sie es leider gehen zu DOJ. Sie sind total nutzlos, wie der Rest eurer Rasselbande. Ich... Oh. Und was willst du, dämlicher Flitschpiepe, jetzt? Was ist dein Scheiß-Problem? Wir sollen die Sachen selbst klären, Arschloch. Ja, ich hab ja wie Krassel. Selbst klären? Hier, friss den Lackschaden, du dummes Arschloch. Aber ey! Mein Auto, ey! Na ja, die... Was will er denn jetzt? Nee, ich seh mal Giampiero. Giampiero scheint ne Sie zu spielen. Aber ich habe immer Giampiero im Kopf, deswegen ist das... Hab ich gerade mich vertan. Ich kann leider RP nicht trennen, Leute. Scheiße.